Ich habe einen konstanten, sich über Jahre hinziehenden Disput mit meinem Kochfreund Klaus über die Frage, ob das Lorbeerblatt wirklich etwas bewirkt. Ich denke schon. Ja, ja, er sagt natürlich. Ich koche viel mit Lorbeer. Ja, ich tue auch immer Lorbeerblatt rein. Aber ob es wirklich den Geschmack verändert, vielleicht doch erhöht nicht. Es den Geschmack der anderen Gewürze oder sowas selbst. Ich glaub, hat es ja keinen großen Geschmack. Also er riecht sehr gut, das Blatt. Ich habe zu Hause einen Lorbeerbaum. Oh, das ist natürlich toll. Ja. Ich habe mir jetzt gekauft so einen richtigen Buschen, so einen großen. Ja, ja. Und der war noch frisch und wird jetzt trocken. Und also es ist nicht so, dass ich es nicht auch benutzen würde. Ich zweifle eben nur manchmal, welche Wirkung es hat. Aber ja, ich glaube, wir bleiben dabei. Ein Lorbeerblatt gehört zu allen, eher zu allen Kartoffeln. Kartoffeln und Suppen und geschmorten Sachen und so. Was wird denn das? Also das wird von Neuengland, wo mein Vater herstammt, das nennt man Crab und Sweet Corn Chowder, also Krabbenfleisch und Mais-Chowder. Krabbenfleisch, da muss man übersetzen. Crab ist nicht unsere Sylter Krabbe, die kleine, wo die Krabbenpoolerinnen immer so Wettbewerbe machen, sondern das ist Crab. Das ist von diesen großen. Von der großen Krabbe. Krabbe, die große, die bei uns Die mit den 8 Beinen. Krebs, ja, die gibt es bei uns sogar. Ja, nee, ja. Ist auch nicht Krebs, ne? Muss man da jetzt so eine Uhr anstellen? Ich glaub, 10 Minuten. 10 Minuten. Ach so. Aber das ist jetzt. Mach ich das richtig? Ja, das war zum war ja, zu viel, so, nein, nein, das war die richtig. Die kann man ja an. Ja, die kann man irgendwo hier zum Beispiel jetzt so an. Ach, sehr klasse. Ja, und das kommt daher, das aus dem französischen Choudrier. Ja, also das, großen was, woher kommt das Wort Chowder? Das ist mir nie klar also gewesen. Das ist eine wie sagt man, also durch Ballhornung? Die Jahre Verballhornung, genau. Wo zuerst die Fischer immer die großen. Wie hieß das Wort? Choudrier. Also Chaudron ist der Topf, ich glaube, heißt Chaudron, ist der französische Gusseisentopf. Ach, diese gusseisernen Töpfe. Ja. Und dann haben die das immer, die Fischer am Hafen, so von Neuengland oder am Strand, die haben das gehabt. Flamme und drunter. Vorher gemacht, ja, genau. Und dann alles rein. Also Milch, Sahne, Kartoffeln. Ich immer gewundert habe, wieso Chowder. Also das ist interessant. Ja, das ist halt die Verballhornung. Jetzt müssen wir noch sehen, was ist da alles drin? Also Zwiebelchen. Die waren angeschwitzt, so glasig. Genau. In was? In Butter? Normalerweise macht man das mit Speck, was ich aber nicht mache, weil ich kein Fleisch esse. Ich mache es mit Butter. Und dann sind, also das berühmte Lorbeerblatt. Ja. Und dann mache ich es immer mit einem Fischfond, also einem Fischsud, den ich habe. Ich mache meistens den Chowder, nachdem ich Fisch gekocht habe. Aha, also vorher Fisch und dann eben mit den Köpfen und den Gräten und den Schwänzen und was übrig wird. Ein Sud machen. Genau. Ja, jetzt haben wir den aus dem Glas genommen. Der ist natürlich auch nicht so billig. Aber wenn man es halt mal eilig hat, nimmt man einen fertigen Fischfond. Ja, oder was ich auch nehme, ist, dass ich Vitam, das ist so eine Gemüsepaste. Und die mische ich dann auf mit Wasser. Das ist dann mehr in die gemüsige Richtung und nicht in die fischige. Ne? Ja, genau. So, und das lassen wir jetzt hier so zugedeckt. Habe ein bisschen. Das jetzt ausgemacht? Nee. Das wird aber nicht. Berühmt sind ja diese Clam-Chowder. Ugh. Und die mag ich auch nicht. Sie auch nicht? Nee, die sieht auch schon so aus, wie so ein Babybrei. Also wirklich ganz weiß. Und das ist eine Abwandlung. Ja, das ist eine viel bessere, finde ich. Ja. Die ist raffinierter mit dem Mais. Ich habe auch gesehen, dass die Kartoffeln noch mit Schale waren. Ja. Das sind also mehr Vitamine und ist auch ein bisschen der Farbe. Und ein bisschen der Farbe? Sonst sehr wenig reden. Nee, halbe, die Mutter. Meine Mutter, ja, genau. Das ist ja interessant, der Vater Amerikaner. Ja, genau. Das ist ja eine interessante Koproduktion sozusagen. Ich bin eine wahre Melange. Eine wahre Melange. Ich habe mal gelesen in einem Bericht über Sie, ich glaube es war entweder FAZ oder Zeit Magazin oder Süddeutsche, die haben immer diese schönen Magazine. Ja, stimmt, da war ein großer Bericht und da hat der Georges Tabori, mit dem Sie viel arbeiten, der auch bei mir im Boulevard schon war. Ja, ich weiß. Und der hat gesagt, Sie hätten eben diese Unbefangenheit der Amerikaner mit einer gewissen Tiefe der Europäer. Und das ist eine sehr seltene Mischung. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was Ihren großen Erfolg sicher ausmacht. Oh, das wäre schön. Ja, ja, das darf man ja sagen, weil da haben Sie ja wenig dazu beigetragen, nicht? Also zu der Mischung gar nichts. Das meine ich. Also deswegen darf man das ja erwähnen, loben. Ich habe gut ausgewählt. Sie haben dann allerdings das Beste draus gemacht. So, ich habe ja gewusst. Jetzt sind Sie dran. Ich habe ja gewusst, dass Sie Vegetarierin sind, also Vegetarierin, die aber auch ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Keine Fleischprodukte. Ja, und deswegen habe ich mir was ausgesucht, diese, ja, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Prawns. King Prawns. King Prawns, würde ich sagen, aber das ist Englisch. Englische. Bei uns Hummer. Hummerkrabbenschwänze, Riesengarnelen, Gambas, ich weiß es nicht. Also egal. Das sieht ja wunderbar aus. Ne? So, und die sind roh. Mhm. Die kauft man ja meistens tiefgefroren. Ja. Und
taut sie auf. Das ist übrigens etwas, wo ich kein Problem habe damit, dass sie tiefgefroren sind. Fisch mag ich nicht so gern tiefgefroren, aber Fisch hat eine ganz andere Konsistenz. Ja. Also dies geht eigentlich ganz wunderbar, weil es ja ein festes Fleisch ist. Auch Langustenschwänze kann man tiefgefroren, die liebe ich sehr. Ja. Meistens ist da so ein schwarzer Darm, den man rausnehmen muss. Ich sehe hier keinen. Also das geht relativ gut, wenn man es auf der Seite, also mit der Schale nach unten und da, wo die Beinchen sind, reinschneidet. Man muss aber ein gutes, scharfes Messer haben. Aber überhaupt in der Küche. Eben. Sehr wichtig. So, Schleifen und dann muss man auch wissen, wie das schon geht. Ja, wenn wir schon bei gut sind. Oh, köstlich. Das ist, ein, das ist unglaublich. Das ist sensationell. Das ist ein spanisches. Kann ich hier drin baden? Das ist ein spanisches Olivenöl. Spanisches Olivenöl kam ja in Verruf durch diese Affäre da. Frostmittel. Ja, Frostmittel. Aber jetzt, wenn man, das ist ohne Frostmittel. Aber es gibt dort eben. Genauso wie in Griechenland, in Italien, eben so ein paar Spitzenöle. Ja. Sind ein bisschen teuer, nimmt man nicht jeden Tag für alles, aber mal für was Besonderes, wenn man so einen Gast hat, nimmt man was Besonderes. Wunderbar. Das und die Farbe Licht. Allein die ist ja auch schon so gut. Ist ja. Herrlich. Ein Traum, ne? Nochmal. Richtig. Wunderbar. Ich Gerüche in der Küche. Gerüche in der Küche, das ist sehr wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Und dann werden Sie da drin an. Hier ist ein Lappen. Ja, danke. Und dann werden Sie da drin und da werden angebraten. Sie jetzt, ja. Da kommen die jetzt rein, aber nur kurz, weil die kommen nachher noch mal ins Rohr. Ah. Ja, die werden jetzt quasi nur. Ja, mal gucken. Ja. Das ist ja interessant, dass hier die Kochplatte so niedrig ist. Ja, das ist. Das ist die Bioküche. Aha. Arbeitsplatte höher, Kochplatte niedriger. Ja. Geschirrspülbecken so groß wie in Amerika. Klasse. Wie in Amerika. Ja, wunderbar. Und das Bioloch, das berühmte. Das Bioloch? Ja. Ach so. Für den Müll. Ja, damit man die Zwiebelschalen nicht so holen muss, auf den Fußboden, sondern direkt rein. Das sind die Besonderheiten meiner Küche. Das habe ich über Jahre entwickelt. Sehr schön gemacht. Sehr gut. Das ist ja wirklich toll. Ja. Sehr raffiniert. Und das mit dem. Das mit dem das mit dem Tiefer und so, das hat einen Sinn. Mhm. Weil man kocht sonst immer so und ich koche so und man schneidet so und kriegt den Rücken und ich schneide so. Das ist ja sehr gut durchgedacht. Ja. Ja, dann tut man auch ein bisschen Salz und Pfeffer und Thymian auf da rein. Ja. Oder warte ich noch ein bisschen, dass die Kartoffeln erst. So, die sind jetzt. Wunderschön. Sieht schön aus, ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade ein billiges Essen für jeden Tag. Nein, die Dinger sind relativ teuer. Ja. Aber ich sage immer, ich koche so oft einfach nur Spaghetti mit ein bisschen Tomaten. Es kostet nichts. Ja. Warum soll ich dann nicht an einem anderen Tag mir mal sowas leisten? Genau. Nicht? Also schön sehen die aus. Die biegen sich schon vor Freude. Ja. Im Grunde kommen die jetzt schon raus. Aha. Ich finde auch, die Optik ist ja ganz wichtig. Ja, herrlich. Also wir essen doch alle auch. Auch mit den Augen und mit der Nase eben, deswegen die Gerüche. Übrigens, in diesem Gericht ist es sehr wichtig, dass man die Schalen lässt, dass man sie also nicht rausnimmt, weil in den Schalen auch nochmal bestimmte Geschmacksaromen drin sind, die, wenn man die jetzt rausnimmt aus den Schalen, geht das verloren. Mhm. Und das ist schön, dass man die hier so erhält. Und so sammelt sich ja auch der Saft da drin so ein bisschen. Ja? Ganz toll. Und ich tue noch ein bisschen Öl. So, und jetzt kommen Frühlingszwiebeln. Was macht die Chowder? Ja, ich habe gerade geschaut. Die Kartoffeln werden langsam gar. Weil ich so gerne Holzlöffel benutze. Ja. Besonders bei so Pfannen. Also dies ist jetzt keine beschichtete, aber ich habe auch so beschichtete Pfannen. Und weil ich dann bei Holz immer denke, Fleisch und Fisch und alles, habe ich mir extra hier sehr Fisch klug drauf. Sehr klug. Ne, das kann bei mir nicht passieren, dass ich kein Fleisch esse. Ach so, ja klar, eben. Darf ich diese wunderbare Pfeffermühle benutzen? Bitte darum. Das ist ja toll, ein stolzes Teil. Mach mal den kleinere Flamme hier. So. Das hier, dieser Chowder, das ist eigentlich ein Gericht, das man vorkocht, indem man es mindestens einen Tag stehen lässt. Ah, und dann zieht sich das so durch alles durch. Das heißt, wenn wir den nachher probieren, ist er noch nicht. Ist er eigentlich noch nicht so richtig durchgezogen. Ja. Wo? Im Kühlschrank aufbewahren?
Kühlschrank oder wenn es Winter ist, draußen auf dem Balkon. Ja, und dann, wenn man den aufwärmt, muss man wahrscheinlich aufpassen, dass er nicht... Bloß nicht zum Kochen bringen. Zum Kochen wegen bringen. Dem Fisch einmal und zweitens natürlich auch wegen Milch und Sahne. Man will ja nicht, dass der das überblubbert. Ne? Also, ich habe jetzt, ne, zu den Frühlingszwiebeln etwas Knoblauch getan. Ja, ist das okay? Ja? Keine Probe heute oder so? Wenn, da müssen Sie da durch. Da müssen Sie durch. Die, schön ne? sieht das aus. Und dann, das sind, man kann natürlich die Tomaten auch aus der Dose nehmen oder aus diesem, aus diesem Paket und so. Alle da. Also, wir haben jetzt heute aus besonderem Anlass geschält und gewürfelt. Ja. Ich habe da jetzt mittlerweile herausgefunden, wie man Tomaten einmacht. Das ist ein langjähriger Prozess gewesen, wo mir etliche Kilo an Tomaten verschimmelt sind. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Und wie einmachen? Also. Ganz einfach. Einfach ins Glas rein und zumachen. Mit Schale? Mit Schale. Und Basilikum und wenn man will auch ein Knoblauch. Aber Basilikum nur mache ich. Ich mache nur mit Basilikum. Dann zu. Mit, entweder mit diesem Gummi drumherum und, oder das zugedrehte. Ja. Und dann bis zum Hals in Wasser. Das ist die Suppe. Bis zum Hals in Wasser. Und dann eine Stunde auf 80 Grad köcheln lassen. Und dadurch gehen die ganzen kleinen Bläschen, Luftbläschen raus. Und das ist so, jetzt müssen wir, damit wir nicht verwirren. Ja. Eine Sekunde. Ja. Ich tue jetzt hier einen trockenen Martini oder Noirly Bra oder irgendwas. Tue ich jetzt, der ist natürlich der Beste. Ja. Mhm. Tue ich da rein. Der gibt natürlich einen super Geschmack. Köstlich, ne? Und das köchelt jetzt ganz klein, ganz kurz ein. Und dann kommt es da drauf und es kommt ins Rohr. 10 Minuten bei 200 Grad. Ich ziehe ein. Ja, so, was passiert jetzt hier? Jetzt tue ich, also jetzt haben die Kartoffelchen sind ange... Ja, die sind werden schon langsam weich. Jetzt kommt ungefähr, was haben wir hier, ungefähr 375 Milliliter Milch. Ja. Und dann so einen halben Becher Sahne. In Amerika kann man das ja kaufen, fertig. Ja, half and half, heißt es. Und deswegen komme ich auf die krumme Zahl. Habe ich nie in Deutschland gesehen. Nee, gibt's nicht. Das ist schon zusammengemischt. Ja. Und so habe ich es halt reduziert. Ich bin ja sehr oft in Amerika, weil ich das sehr liebe. Mhm. Und miete mir meistens auch eine Wohnung in New York. Ja. Und dann gehe ich zu Dean & DeLuca einkaufen oder Balducci. Und dann koche ich da auch leidenschaftlich. Und da gibt es schöne Sachen. Teilweise... Eine Auswahl, die ist unglaublich. Ja. Nicht vielleicht in der Provinz, aber in den großen Städten, ja, auch in Los Angeles, in den Supermärkten, frische Morgen. Die Supermärkte alleine sind ja schon unglaublich. Das ist unglaublich, da, was man da alles findet und von den ganzen verschiedenen Ländern in der Welt. So, also da war jetzt die Milch, und die Sahne. Und die Sahne und der Mais. Und der ist gekocht? Dieser ist gekocht und vom Kolben abgeschabt. Man kann natürlich auch gefrorene nehmen, aber nie aus der Dose oder so. Also das ist aber gefrorene geht. Gefrorene Wie geht. Überhaupt tiefkühlen ein Thema ist, das ja, dass man nicht pauschal behandelt kann. Also ich bin ja gegen tiefgekühlte Fertigprodukte. Ja. Bei Fischen habe ich meine Probleme und so. Aber gerade Spinat oder sowas. Oder neulich hat jemand erzählt, sie nimmt immer tiefgefrorene Maronen. Da ist es okay. Aha. Und Himbeeren finde ich ja auch okay, tiefgefroren. Eben, Oder dass man auch einfach, wenn ich zum Beispiel einen Fischsud mache, mache ich so viel, dass ich dann auch das in Rationen habe. Und das natürlich geht ja nur über tiefgekühlt. Klar. So, dann darf ich noch mal schnell den Thymian reintun. Ja, Thymian. Ja. Wahrscheinlich, das klingt, also das muss gut sein. Das muss, und vor allem, das sieht schon ganz anders aus als diese schreckliche Klammschau. Ach, ich freue mich, jemanden gefunden zu haben, der das auch nicht mag. Meine Mutter musste es immer für meinen Vater kochen, ne? Weil er das so liebte. Und ich bin immer, ich bin aus dem Haus gegangen. Ich konnte es nicht einmal riechen. So. Und das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen köcheln. Müssen wir noch mal eine Uhr stellen? Oder? Ja, so 10 Minuten, ich weiß nicht. Ja, guck mal, ich mach mal 8. Ich mach ein bisschen höher. Ah, hier ist es, gell? Das ist ja toll hier. Ja, sehr schön. Man muss immer gucken und so, da ist dann dieser niedrige Herd wieder etwas unpraktisch, aber das sind die Übungen, aber, das ist die Gymnastik, eine Herdgymnastik. Sehr gut, sehr gesund, sehr gesund. So. Wenn man nicht einrostet. Na, das kommt jetzt hier drauf. Aber die Küche ist wunderschön. Schön. Ja, ich lebe ja auch in meiner Küche. Ja. Na, das also ich schreibe hier meine Post und ich lese meine Zeitung. Und ich, also für mich ist Küche nicht nur ein Arbeitsraum. Nein, ich sehe auch durch den Tisch. Ja, ein Lebensraum. Ist man ein Lebensraum ist für mich ist das auch so. Was ich wirklich sehr begrüße, ist, dass in den letzten Jahren
in Deutschland hat sich ja die Küche so geöffnet. Ja. Ne? Auch ja. das Essen und so. Also vor 10 Jahren, ich konnte kein Fleisch. Ich meine, ich konnte keine Gerichte finden ohne Fleisch. Ja, nee, da hat sich unglaublich Ich habe von getan. Käsetoast, Käseomelette und so. Ja, und dadurch fing ich an zu kochen. Als Vegetarier? Ja, weil ich habe nirgendwo was gefunden. Ja, damals gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Cayennepfeffer drauf, wobei das ein relativ harmloser ist. Also es gibt ja auch so, manche sind ja so scharf an der Messerspitze. So, und ich habe noch vergessen, ein bisschen Salz. Wobei man das ja, ich bin ja beim Salzen immer sehr vorsichtig, weil ich sage, nichts ist einfacher als zuzusalzen. Aber wegsalzen, da hat man noch nichts erfunden. Nee. Ne? So ein bisschen Pfeffer. Außer ein bisschen Zitrone. Ich habe sie hier. Mühle, die ist ja riesig. Ah, das sieht sehr schön aus. Und es ist auch so einfach. So, wobei es ist interessant. Die Schärfe kommt ja nicht vom Pfeffer eigentlich, sondern die kommt von dem Cayenne. Ja. Der Pfeffer hat ja ganz andere Funktionen. Mhm. Der hat dieses Öl, das so riecht. Wenn ja, man ja, stimmt. Das stimmt. Aromatische, das ist das Entscheidende beim Pfeffer. Ach, so. Warte mal, ich mache mal ein Krabbenfleisch. Hier nochmal. Köstlich sieht das aus. Sieht gut aus, ne? Ja. Und ich verspreche, es wird auch gut schmecken. Ja, das ist schon gebonkt. 200 Grad, 10 Minuten. Ach, das wird so. Ja Weil die schon vorgeschmort sind, brauchen die nur noch 10 Minuten. So, was ist das jetzt? So, das jetzt habe ich hier das Krabbenfleisch. King Crab Meat, extra fancy. Königskrebs. Jetzt wissen die, wie es heißt. Genau. Königskrebsfleisch. Extra fancy. Fancy, Daniel. Denn im Deutschen extra fancy. Oder funky. So, und was ist das? Ist jetzt das? Das ist, ich tue das in den Sieb rein, weil das ist ja in einem Sud. Und das spüle ich jetzt einfach mal. Das muss abgespült werden, ja. Ach, das ist ja auch toll. Fantastisch hier mit dieser Dusche. Da kann man sich ja drunter stellen. Ja, kann man alles. Das ist übrigens gut dafür. Ja, so, dafür. Und jetzt dann, einfach drücken? Ja, und nur Vorsicht nachher, nicht loslassen, denn das kann Verletzungen ergeben. Halt. Da kommt jetzt schon was. Ah, ja. Oh, wie schön. Ja. Oh, das ist ja wie eine Mittelmeerdusche. Na, herrlich. Ach, köstlich. Und jetzt wird's wieder eingehakt. Klasse. Ja, das macht Spaß. Und dann muss man das Fleisch so ein bisschen auseinanderpolen, weil dadurch, dass es in der Dose war, ist es ein bisschen eng zusammen. Ja. Geschmuscht, wie ich immer sage. Das ist auch eine Verballhornung wieder. Clam ist ja eine Art Muschel. Ja, ganz kleine. Ja, die gibt es bei uns wenig. So was Ähnliches wie Vongole, glaube ich. Ja, aber ein bisschen größer dann. Genau. Kleiner als unsere Muschel und größer als Vongole. Ja, genau. Und was sie gut machen in den USA ist zum Beispiel auch Baked Clams. Das schmeckt aber wieder ganz gut. Das wird dann mit Bröseln und Knoblauch. Ich krieg langsam einen trockenen Mund. Wollen wir denn ein Schlückchen Wein trinken? Oh yes. Sehr schön. Ich denke, weil wir so viel Fischiges haben und so weiß, habe ich gedacht heute. Sehr gut. Und man hat mir hinterbracht, dass Sie gerne einen grünen Veltliner trinken. Ehrlich? Ich habe aber keinen. Nein. Oh, schade. Aber ich will Ihnen jetzt mal. Sie wissen nicht viel von deutschem Wein, habe ich gehört. Nein, ja, stimmt. Und ich wollte Sie gerne geplaudert. Mal. Ja, ich habe meinen Geheimdienst. Ich würde Ihnen ganz gerne mal ein paar deutsche Weine zeigen. Ja. Oder vorstellen. Von denen ich glaube, dass sie ein bisschen konkurrieren können mit dem grünen Veltliner. Ja? Ja. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Da sind Sie gespannt. Und zwar, alle drei sind aus dem Rheingau. Aha. Wir haben ja Rheinhessen, Rheingau, Rheinpfalz und so ganz viele. Rhein-Main, weiß der Teufel was. Hier ist ein Handtuch drin. Ja. Das eine ist vom Weingut Robert Weil, ein Kabinett trocken. Sind alles Riesling. Nein, nicht alles Riesling. Ein Riesling, Kabinett trocken. Mhm. Dann habe ich. Das nehmen wir zum Schluss. Und das ist auch ein Riesling von Fendel, Rüdesheim, Berg, Schlossberg. Riesling, aber auch trocken, aber jetzt eine Spätlese. Also noch ein bisschen mehr Alkohol. Ne, der hat 11% und der andere hat 10,5%. Und das dritte ist was ganz Ungewöhnliches eigentlich. Und der wird wahrscheinlich am wenigsten dem grünen Veltliner entsprechen. Das ist ein Weißburgunder mit Chardonnay. Ach. Eine Spätlese trocken von Schloss Reinhardshausen. Für mich, also wenn Sie Veltliner mögen, dann mögen Sie ja leichte Weine. Ja. Leichte, spritzige. Ja, genau, ne? Und da vermute ich, dass Ihnen die beiden ersten am besten. Ein bisschen Resch. Ganz genau.
Ah, das finde ich aber sehr nett. Ich wollte so einen kleinen Kurs, eine Lanze brechen für meine deutschen Weißweine. Ja. Ach, bei Rot versuche ich das gar nicht, weil es gibt gute Deutsche, da muss man die kennen, die sind dann auch relativ teuer und so. Da ist Italien, und natürlich Frankreich, Spanien, jetzt kommt zum Beispiel auch. Wir fangen mal hinten an. Bei dem, von dem ich glaube, dass er am wenigsten dem grünen Veltliner entspricht. Chardonnay, so ein bisschen fruchtig. Ja. Nur, aber ist auch schön. Aber ist auch schön, ein deutscher Weißwein. Stimmt. Ich glaube, das Krabbenfleisch muss rein, wir dürfen nicht. Oh Gott, wir dürfen uns nicht, nicht verplaudern. So. Eieiei. Ach, das war zu groß. Das war zu groß. Ja. Das ist eigentlich, das sollte nicht passieren. Pass auf, wir stellen es auf die kleine Pfanne, auf die kleine Flamme vorne. So. Die ist kleiner. Ja. So, das Milch darf ja eigentlich nicht zum Kochen gebracht werden. Aber wir haben es noch gerettet, das ist nicht drüber. Wir haben es noch gerettet, sind ein Schluck Wein und ich kann kein Deutsch sprechen. Wir haben es noch gerettet. Wir haben es noch nicht gerettet, das geht ja gerade noch. Haben wir es gerettet oder haben wir es nicht gerettet? Der George hat ja bei Ihnen da diesen wunderbaren Witz, ne, mit die, und die Mütze. Und die Mütze. den erzähle ich so viel seither und den liebe ich so. Ich liebe auch George, ist ein toller Mann. Ja. Wie kann man den nicht lieben? George Tabori, müssen wir sagen, von wem wir sprechen. Ja. So. Jetzt kriegt es, weil das in dem, am Chowder ist es auch so, dass es keine Suppe in dem Sinne ist. Fast schon, ein, also zwischen, ist eine Eintopf, zwischen Eintopf und Suppe, ne, würden wir sagen. Eintopf oder sowas. Genau. So, jetzt habe ich es ganz klein gemacht, ist das richtig? Das ist gut, das ist oder soll es noch mal ein bisschen Nein, das ist gut, weil es jetzt nur ein bisschen zieht. Jetzt warten wir noch zwei, drei Minuten, dann kommt ein bisschen Sherry rein. Ah. Salz und Pfeffer, habe ich schon reingetan? Habe ich alles? Das waren so die 8 Minuten. Das waren die 8 Minuten. Ja. Das ist, ich habe die schon im... Ja, können wir noch 2 Minuten warten? Nein, das waren die 8 Minuten. Bis das war. Das ist bestens im Timing. Wunderbar. Wir wenden uns jetzt. So. Jetzt nehmen wir den zuerst. Das ist jetzt die Spätlese. Das ist die Spätlese. Ne? Das ist ein To your very good health. Macho Marie. Ganz frisch. Wunderbar. Ist doch auch ein schöner, ist auch sehr aber angenehm. Auch schon noch ein bisschen kräftig. Ja. Jetzt aber kommt, sehr gut, doch. Das sind gute Weine, was ich hier präsentiere. Jetzt kommt das ist diese leichte, der Kabinett, 10,5. Und der ist meiner Ansicht nach ganz leicht, ganz frisch und kommt dem grünen Veltliner durchaus nah. Ja. Stimmt. Es ist ein anderer Wein. Ja, ja, aber hat die auch Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit ist ein Sommerwein und den trinkt man auch so weg. Also es gibt doch gute deutsche Weine. Ja, wunderbar. Das muss ich mir aufschreiben. Also, was wird sich mein Mann auch freuen. Ja, was man sich einfach schon mal merkt, ist ein trockener Riesling vom Rheingau. Wenn man diese frischen mag. Diese etwas, da ist ja ein bisschen Säure drin, aber im Veltliner ja auch. Im Rheingau. Also das ist, deswegen zum Beispiel, mir fehlt immer beim italienischen Weißwein fehlt mir so ein bisschen die Säure. Den italienischen Roten liebe ich, aber italienischer Weißer, da fehlt mir ein bisschen die Säure. Also mir ist naja, der Veltliner ist, also den liebe ich wirklich sehr, aber der ist wunderbar. Ne? Und die Italiener mag ich auch. Und man auch glaubt sehr. Nämlich, die Deutschen haben nur schwere, nur süße. Und so. Nein, es gibt inzwischen die wunderbarsten leichten Rieslinge. Es gibt Weißburgunder ganz aus der Pfalz. Es gibt sehr schöne weiße Weine. Die sind noch nicht so bekannt. Köstlich. Sollen wir denn das Süppchen so. Jetzt tun wir noch einen Sherry rein. Ja. Und hier sind Löffel irgendwo. Ja. Danke. Ja, das Küchel. So. Sieht ja auch wirklich schön. Also, das ist das nicht mit Clam Chowder zu vergleichen. Nein. Das ist eine, Clam Chowder ist, glaube ich, eine Todsünde der Küche. Ja, naja, gut. Excuse me, Dad. Ja, ja. Und dann machen die ja auch mit dem Clam Chowder, haben sie immer so sechseckige Oyster Crackers, nennt sich das. Die sind ja auch, das ist ja auch dann nur Matsch. So, jetzt müsste ich mal kurz kosten. Ja, und ich bringe schon mal 2. Fehlt noch was? Also ich weiß, dass sie morgen besser sein wird. Das weiß ich jetzt. Das stimmt, das muss man jetzt berücksichtigen. Und eigentlich ist es ja auch so gesehen,
Also wenn man zum Beispiel an der Küste wohnt, ist das ja eigentlich sowas wie ein Restelästen. Ja, ja. Kartoffel, ja, ja, klar. Zwiebel, dann Mais und so. Und für dieses Gericht ist es auch kein Problem, dass man das aus der Dose nimmt, ne? Den Mais. Ja. Ja. Ja, und der Fisch. Ja. Genau. Königskrabben. Ja. So, und dann tue ich sehr viel, nee, das ist Ihre Petersilie, ich ist meine. Und dann tue ich halt mit sehr viel Petersilie würzen. Ah, ach, damit es auch. Ach, sieht das schön aus. Vielleicht tun wir auch noch ein bisschen Petersilie auf den Teller. Teller, so frisch. Genau. Toll. So. Ah. Geht's? Ja. Aber wirklich, wie gesagt, eigentlich für den nächsten Tag. Und dann gibt's mir das, glaube ich, kann mir das vorstellen. Ich mach mal das aus. Mhm. Hier sind die Löffel. Ich hatte ja gerade Angst. Danke. Ja, ja. Mhm. So. Und dazu schmeckt ebenso ein Riesling ganz wunderbar. Ich hoffe, es ist gelungen. Mh. Mh. Oh, ist das schön. Mhm, doch. Bisschen süßlich von dem Mais. Von dem Mais, genau. Toll. Aber die Kartoffeln sind, glaube ich, noch nicht ganz durch. Mhm. Ich mag sie ja. So ein bisschen mit Biss. Mhm. Doch, ja. Und da durch das Sherry, durch die Sahne, Milch, Kartoffeln, da ist ja auch die Stärke in den Kartoffeln drin. Und dadurch sämt sich das dann alles so ein bisschen zusammen. Wirklich. Jetzt sind Sie dran. Toll. Gell? Wirklich. Ach, freut mich. Also wirklich. Also, das ist die späte Wiedergutmachung für so manche Kleinschauder, die ich widerwillig gegessen habe. Klasse. So. Oh, das sieht aber schön aus. So. Kann ich was helfen? Halten? Fragen? Ja, bitte. Wunderbar. Ja, ja. Petersilie habe ich hier. Vielleicht? Ja, wunderbar. Das ist meine. Aber das sind ja. Natürlich ein bisschen von meiner auch drauf. Bitte, bitte. Ich vermeine noch ein bisschen. Ja, genau. Das gerecht verteilt ist. Ah, oh, wunderbar. So. Ja. Mm, oh, das duftet. Da laufen ja wir von wunderbare Weine über Sherry zum wunderbaren Wermeister. Dankeschön. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mit beiden essen. Ja. Jetzt probieren wir mal. Ah, köstlich. Und dann ist sicherlich auch ein schönes Weißbrot gut dazu. Ja, dann das alles. Habe ich auch. Mm. Dann wir gleich noch ein Baguette. Das wird sehr heiß. Ne? Mmh. 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 Auch. Geil. Sehr gut. Also, dazu dann so ein Schluck. Ja, also ich bin ganz begeistert. Danke. Schön. Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Das ist gut.